So, jetzt gehen wir in den Turm rein. Also stehen bei mir demnächst wieder genau viele andere Projekte noch an, Mautlaut. Von daher hätte ich auch gar keine Zeit wirklich für Nio. Genau, die heißt und alles funktioniert auch wieder. Da hätten wir ein Tetris-Bosse. Ja, und hierfür brauchen wir die roten Sigils, die wir hatten. Wow, schöne Aussicht. Das ist wirklich eine schöne Aussicht von hier oben. Aber ich bin gespannt, was erwartet uns hier? Oh. Okay. Also gleich ein Puzzle hier. Da kommen wir wieder raus. Ich würde mich gerne mal umgucken, bevor wir da reinrennen einfach. Auf jeden Fall ein Terminal. Ah, okay. Gut. Also müssen wir auch durch. Sehr schön. Interessant. Sieht wie ein Schummelweg. Ja, hat einem nicht wirklich was gebracht, da durchzugehen. Okay. Ah, verdammt. Ausgetrickst. Man kann also auch zwei so Dinger drauf richten, dass die dauerhaft dann drauf gehen, auch wenn da irgendwas dazwischen geht. Benutzt. Ein externes Gerät gefunden, Device Manager tippen. Okay. Externe Geräte abzurufen. Oh, Device Manager. Gucken wir gleich mal rein. Wahrheit. Ich glaube nicht an das, was Sie sagen. Das ist nicht das Ende der Welt, die unser Gott und Meister in 6 Tagen erschaffen hat. Dies ist eine Verschwörung der Regierungsilluminaten und der internationalen Darwinisten. Dass die Erderwärmung 2.0 eine Lüge ist, die uns von den Kindern Beelzebubs Wissenschaft erzählt wird. Lasst euch nicht von ihnen eure Freiheit Exodus 2124 nehmen. Verteidigt euch gegen alle Impfungen, Experimente, künstliche Medikamente und Papistenhut. Athena auferstanden, ein Roman. Inhalt: Theogonie, Zeus spricht. Die verlorenen Kinder des Hephaistos. Träume vom Labyrinth. Die Lieder von Eris bei Einbruch der Dunkelheit. Athene im Garten der Hesperiden. Vergrabene Stadt. Die Rätsel des Sphinx. Das Zeitalter des Glaubens. Der Wahnsinn des Kois. Olympus in den Wolken enthüllt. Der Rat des Zeus. Skepsis und Synthese. Das Urteil des Hephaistos. Zeus denkt über die Schöpfung nach. Ein zweites Erwachen in Artemis Königreich. Anthropogonie. Menschliche Fortpflanzung. Interessant. Wenn eine Maschine in der Lage ist, eine andere Maschine systematisch zu reproduzieren, können wir sicherlich sagen, dass sie eine Fortpflanzungsmaschine
dass sie ein Fortpflanzungssystem hat. Archiv. Und wie viele Maschinen gibt es, die nicht systematisch durch andere Maschinen hergestellt wurden? Aber es ist der Mensch, der ihnen dies ermöglicht. Ja, aber es sind nicht Insekten. Aber sind es nicht Insekten, die vielen Pflanzen bei der Reproduktion helfen, und würde nicht ganze Familien von Pflanzen aussterben, wenn ihre Befruchtung nicht von einer Klasse von Akteuren, die ihnen völlig fremd sind, bewerkstelligt werden würde? Jeder von uns stammt von winzigen Tierchen ab, deren Wesen völlig verschieden von unseren eigenen war und welche gemäß ihrem Zweck handelten, ohne auch nur darüber nachzudenken, was wir von ihnen halten könnten. Diese kleinen Geschöpfe sind Teil unseres eigenen Fortpflanzungssystems. Warum sind wir dann nicht Teil des Fortpflanzungssystems der Maschinen? Device Manager? Ist doch mal wieder Zeit, eigentlich ein Bierchen zu trinken, oder? Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Okay. Hup. Erstmal darauf, dass die neue Woche angefangen hat und wir ein weiteres Wochenende überlebt haben. Okay. Aktuelle Betriebsparameter anzeigen. Stockwerkzugangsprotokolle. Zugangskontrolle. Hilfstreppenzugangskontrolle. Verlassen Sie dieses Programm. Na, kurz mal erstmal für zu viel Bekauf hier. Etage 1 entriegelt. Warte mal, kann ich hier was anderes machen? Stock gesperrt. Zugang zu diesem Stock. Möchten Sie das Stock entsperren? Ja, möchte ich. Okay, da haben wir schon mal den zweiten Stock entsperrt. Hilfstreppenzugangsprotokoll. Oh, Software-Lizenz ist abgelaufen. Hilfstreppe ist zurzeit immer offen Modus. Bitte erneuern Sie Ihre Lizenz. Okay, gut. Verlassen. Okay, das dürfte bedeuten, dass wir jetzt. Moment, kommen wir hier einfach wieder raus. Und gehen hier rein und. Oh ja, es leuchtet jetzt.